geben, da melde ich mich mit einem neuen Teil. Etwas verspätet, das tut mir leid, aber es war einfach die letzten zwei Wochen so viel los. Und da musste meine kleine Serie ein bisschen zurückstecken. Ich weiß, das ist immer für diejenigen blöd, die diese Folgen immer direkt nacheinander hören, wenn ich immer nochmal das aus dem letzten Video wiederhole. Aber da ich jetzt ein bisschen raus bin, muss ich nochmal kurz zusammenfassen, wo wir stehen. Ich bin 13, habe ja Cäsar kennengelernt, nenne es mal so, ich war in den Fängen von Cäsar, war in meinen Augen völlig krankhaft verliebt und es war auch nicht ein positives Verliebtsein, sondern es war tatsächlich eine seelische Abhängigkeit, in die ich mich ja reinkatapultiert habe, unwissentlich, vor allen Dingen aufgrund meines jungen Alters und der nicht vorhandenen Erfahrung und vor allen Dingen der Naivität. Ja, Cäsar wollte auf Tuchfühlung gehen. Ich war mit der Situation überfordert und habe es eben damals Birgit und Tatjana erzählt im Vertrauen. Die Reaktion von den beiden war eben, dass sie keinen Kontakt mehr mit mir haben wollten und ja, nichts mehr mit mir zu tun haben. Freundschaft gekündigt, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Cäsar hat das befürwortet, fand das gut, dass sie mich so in der Form abgestraft haben, denn somit war ich ja alleine, ja, und konnte damit auch nicht mehr hausieren gehen. Dessen war er überzeugt. Also ich führte also meines Erachtens mit 13 dann eben meine erste Beziehung. Für Cäsar war es in dem Fall noch keine Beziehung. Ich habe keine Ahnung, was es für ihn war. Für mich war das eben was sehr Existenzielles. Ja, man muss sich das so vorstellen. Ich war ja alleine dann von dem Zeitpunkt an, habe dann nach der Schule meine Aufgaben erledigt, meine Putzaufgaben, meine Schulaufgaben, bin dann ja, rausgegangen, meistens in den Park, weil woanders konnte ich ja zu dem Zeitpunkt nicht hin und es war ja Januar, Februar, es war ja immer kalt. Und dann kann es auch mal echt sein, dass ich dann nachmittags wirklich 2-3 Stunden auf der Bank im Park gesessen habe und einfach darauf gewartet habe, dass wir 4:30 hatten, weil ich glaube bis 4 Uhr musste Cäsar arbeiten. Und dann ist er quasi nach Hause gekommen und ich habe immer darauf gewartet, dass er ja dann anhielt und mich entweder mitnahm oder zumindest mal mich begrüßte oder mal ein bisschen mit mir redete. Das war wirklich also so ein tägliches Warten. Und dann trug es sich dann auch zu, dass er dann irgendwann mal tatsächlich dann nachmittags angehalten hat und gesagt hat, ich soll einsteigen, er würde mich mit nach Hause nehmen, zu sich. Und da war ich natürlich überglücklich drüber, weil ich gedacht habe, jetzt stellt er mich seinen Eltern vor oder was auch immer. Scheint ja ihm dann doch sehr ernst zu sein. Aber dem war dann nicht so. Also da, wo er wohnte, hatte er so einen kleinen Schuppen. Ja, in dem Schuppen hatte er so seine kleine private Disco, weil er war sehr Technik interessiert und auch Musik und Lichttechnik interessiert und hat dann quasi in diesem Schuppen seine eigene kleine Diskothek gehabt. Ja, die hat er mir dann gezeigt. In diesem Schuppen stand auch eine große Couch. Hat dann Musik angemacht, mir seine tolle Lichtshow gezeigt. Und es war dann natürlich klar, worauf es dann auch dieses Mal wieder hinauslaufen sollte. Ja, was hätte ich machen sollen? Ich hatte ja, wie gesagt, ich war hoffnungslos überfordert mit der Situation. Und habe dann habe es dann einfach geschehen lassen in dem Moment und habe mir da, was heißt, ich habe mir da nichts bei gedacht, das musste ja so sein, das gehört ja dazu, das hat er ja von mir verlangt. Und das war anscheinend ja dann so, wenn man einen Freund hatte. Allerdings wurde dieses Schäferstündchen jäh unterbrochen, als jemand gegen die Tür hämmerte und Cäsar ganz erschrocken und panisch mich anstarrte, sich anzog und
brüllte, ja, gleich, ich komme. Und auf einmal machte jemand die Tür auf. Und weil ich so verdutzt war und das nicht gecheckt habe, was jetzt so, was jetzt hier passierte, hatte ich natürlich, war ich obenrum noch nicht angezogen und stand dann halbnackt vor Cäsars Vater. Cäsars Vater war sehr wütend, wutentbrannt, hat seinen Sohn da rausgezerrt. Ich weiß nicht, ob er ihn geschlagen hat oder geschubst hat. Ich weiß nur, dass er ihn wirklich angebrüllt hat, aber bescheuert wäre. Ob er ins Gefängnis war, war richtig erschrocken, weil er so wütend war. Und das hatte dann aber auch zur Folge, dass Cäsars Vater mich zum Teufel gejagt hat, mich beleidigt hat und gesagt hat, ich soll sofort sein Haus und Hof verlassen und ich dürfte Haus und Hof auch nie wieder betreten. Das war dann mein erstes Hausverbot. Cäsar war natürlich auch sehr verwirrt, hat mich dann gebeten, dass ich bitte gehen soll. Ich bin dann gegangen und er ist mir dann noch hinterhergefahren und hat dann mir zu verstehen gegeben, dass das eben nicht gehen würde mit uns. War natürlich total entsetzt, habe schlimm geweint. Das hat mich also wirklich traumatisiert, diese Situation, weil ich auch wieder nicht verstanden habe, was hier falsch läuft und warum das denn so falsch ist. Ich weiß, ich bin dann noch nach Hause und war auch sehr verstört, verwirrt. Es muss an einem Samstag gewesen sein. Ich weiß nämlich noch, wo meine Mutter da bewusst mit einem Staubsauger durch die Gegend lief. Und das konnte sie eigentlich nur am Wochenende. Weil es war ja nicht so, dass in der Woche nicht schon genug geputzt wurde. Das richtige Putzen kam ja dann noch am Wochenende. Sorry, aber dieser Putzfimmel-Seitenhieb muss einfach sein zwischendurch. Und ich weiß, dass meine Mutter mich gefragt hat, ob ich denn noch immer diesen Freund hätte. Und ich habe da so rumgedruckst, weil ich nicht wusste, worauf es hinauslief und habe gesagt, ja. Also sie hätte sich das jetzt nochmal überlegt und eigentlich möchte sie nicht, dass ich den als Freund hätte. Das möchte sie nicht. Und da habe ich gesagt, warum? Was ist die Begründung? Und dann hat sie gesagt, ja, weil die Leute negativ über den sprechen. Ich meine, das langte mir ja bei weitem nicht als Argument. Ich sag, wie die Leute reden. Ja, es heißt, dass er mit vielen Frauen schläft. Das erzählen sich die Leute. Und deswegen möchte sie nicht, dass ich mich mit dem, zusammen bin, beziehungsweise sie möchte nicht, dass ich Kontakt mit ihm habe. Also sie hat mir quasi den Umgang mit ihm verboten. Und das habe ich zur Kenntnis genommen und habe absolut überhaupt kein Verständnis dafür gehabt. Und habe gesagt, ja, und jetzt? Nee, sie möchte mich nicht, dass ich den sehe und sie möchte auch nicht mehr, dass der vorbeikommt. Ja, okay. Was soll man dazu sagen? Ich meine, das war ein netter Versuch von ihrer Seite aus, mich da vor irgendwas zu schützen, aber es war eben nur ein halbherziger Versuch. Denn machen wir uns nichts vor, wenn man jemanden den Umgang mit irgendjemandem verbietet, das... Das ist problematisch und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal erwähnen, dass ich nicht grundsätzlich nicht Beziehungen in Frage stelle, wo so ein Altersunterschied herrscht. Weil mal abgesehen davon, dass in der heutigen Zeit die Jugend sowieso etwas frühreifer ist, hat es eben was mit dem, genau wie mit dem Begriff, den ich gerade benutzt habe, etwas mit Reife zu tun. So, wenn jemand die Reife noch nicht hat und jemand anders, der viel älter ist, diese Unreife ausnutzt und das nicht in einem kontrollierten Rahmen stattfindet, dann finde ich das wirklich verwerflich und moralisch auch richtig unterste Schublade. Aber wenn meine Tochter zum Beispiel mit 13 mit einem deutlich älteren Freund angekommen wäre, dann wäre das Erste, was ich mir gewünscht hätte, ist, dass ich diesen jemanden kennenlernen kann. Und dann hätte ich gesagt, pass auf, ich habe nichts gegen eure Beziehung, ich habe nichts dagegen, wenn ihr euch trefft, aber bitte macht das hier zu Hause. Also trefft euch hier zu Hause und
hängt nicht irgendwo draußen rum oder macht in irgendwelchen im Wald, im Auto rum. Das geht einfach nicht. Das ist einfach ein völlig unkontrollierter Rahmen und das ist nicht richtig. So, das wollte ich aber jetzt gar nicht sagen. Also wie gesagt, grundsätzlich bin ich da hat das immer mit der persönlichen Reife eines Jugendlichen zu tun. Und ich frage mich jetzt gerade, warum da hinten jetzt gesägt werden muss. So, jetzt ist gerade wieder Ruhe eingekehrt. Jetzt habe ich natürlich schon wieder den Faden verloren. Also, ich hatte Hausverbot bei Cäsar zu Hause. Meine Mutter und mein Stiefvater wollten nicht, dass ich mich mit ihm treffe. Birgit und Tatjana hatten mir wegen ihm die Freundschaft gekündigt. Und eigentlich hätte ich vielleicht ja mal nachdenken sollen. Er hat da auch immer einen auf total verliebt gemacht. Aber es stand tatsächlich immer das Sexuelle im Vordergrund. Und das konnte ich ihm so in der Form nicht bieten, weil wir auch einfach die Ruhe und die Zeit nicht hatten. Und weil ich auch einfach, ehrlich gesagt, mich da auch noch nicht so richtig bereit für empfand. Ich hatte also echt Angst vor diesem ersten Mal und habe das dann dementsprechend noch so ein bisschen boykottiert. Aber für mich war das einfach eine Kampfansage. Das hieß für mich, dass die ganze Welt gegen mich war und nicht wollte, dass ich glücklich bin und nicht wollte. Ja, ich wollte weg von diesem Alleinsein. Und mit Cäsar hatte ich eben einen Weg gefunden, nicht mehr alleine zu sein. Ja, wir hatten ja Gott sei Dank noch das Telefon und er wusste ja, dass nachmittags meine Eltern ja nie da waren. Und wir haben immer viel telefoniert und er hat mir dann auch nochmal erzählt, wie viel Ärger er von seinem Vater gekriegt hätte wegen dieser Sache da in diesem Schuppen. Und ich hatte ihm natürlich dann auch erzählt, was meine Mutter gesagt hat. Zumal ich auch wissen wollte, was meine Mutter mit dieser Aussage, das Gerücht ist im Umlauf, dass er mit vielen Frauen schläft. Das war so eine Aussage, mit der konnte ich nichts anfangen, aber irgendwo, aber jetzt fängt da einer an Rasen zu mähen. Ich kotze gleich, echt. Ich gehe rein. Zunächst muss ich an dieser Stelle dann noch anmerken, dass es mir natürlich am Arsch vorbeigegangen ist, was meine Mutter gesagt hat, beziehungsweise mein Stiefvater gesagt haben. Natürlich habe ich nicht den Kontakt zu ihm abgebrochen. Ich meine, Cäsar hat den Kontakt ja auch immer wieder gesucht und ich habe das sehr genossen, dass er den Kontakt gesucht hat. Und ich hätte einen Scheiß getan, um diesen Kontakt von mir fernzuhalten, nur weil meine Mutter oder mein Stiefvater das wollten. Weil die hatte ich sowieso gefressen, weil die haben mich ja sowieso gehasst und wollten ja mit aller Macht mir mein Leben versauen. Das war meine Überzeugung damals. Bin ich zum Teil sogar heute noch überzeugt davon. Ja, man könnte natürlich sagen, das war ja dann mütterliche Fürsorge und auch stiefväterliche Fürsorge, dass sie mir den Kontakt unterbinden wollten. Aber was hatte ich denn noch? Ich hatte meiner Mutter das nicht erzählt mit Tatjana und Birgit. Ich hatte das nicht erzählt. Soweit wie sie wusste, war ich jeden Tag bei den beiden oder jeden Tag mit den Mädels unterwegs. Ich habe es meiner Mutter natürlich nicht erzählt. Warum habe ich es meiner Mutter nicht erzählt? Weil sie es nicht interessiert hat. Es hat einfach nichts interessiert, was mit meinem Leben zu tun hatte. Und auch wenn sich das wieder nach Mutterbashing anhört und auch wenn sie das selbst als Mutterbashing ansieht, es war tatsächlich so, dass ich damals, und deswegen mache ich jetzt einen kleinen Zeitsprung, nachdem meine Mutter mir offenbart hat, dass sie den Kontakt nicht möchte, habe ich es tatsächlich geschafft, über 2 Jahre lang, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 2 Jahre lang ein Doppelleben zu führen. Ich habe 2 Jahre lang ein Leben geführt, von dem meine Mutter und auch mein Stiefvater nichts wussten. Für die existierte nur das Leben, dass ich nach der Schule brav putze, brav meine Hausaufgaben mache, zu faul bin, nicht lerne, nur abhänge und mit meinen Freunden oder Freundinnen, Birgit und Tatjana, abhänge
Und mehr wussten die nicht. Ich habe auch mal ein, zweimal bei einer Freundin übernachtet. Das war nicht so. Ich habe bei denen nicht übernachtet. Da war ich ganz woanders. Aber das ist das, was ich heute so ein bisschen anklage. Wenn man sich nicht für seine Kinder interessiert, dann passiert sowas. Wenn man nicht nachfragt, wenn man nicht zuhört, wenn man einfach nur mit sich selbst beschäftigt ist, dann geht tatsächlich das komplette Leben eines Kindes an den Eltern vorbei. Das nur mal so nebenbei gemerkt. Aber, wie gesagt, 2 Jahre, in diesen 2 Jahren ist viel passiert. Nachdem wir dieses letzte Telefonat da geführt haben, wo es hieß, ja, sein Vater wäre ja dagegen oder seine Eltern und ich hätte Hausverbot und meine Mutter und mein Stiefvater, hatten wir uns aber dennoch nochmal verabredet für abends. Ich hatte ihn dann gefragt, was das zu bedeuten hätte mit dieser Aussage meiner Mutter, dass er mit vielen Frauen schläft. Da hat er nur drüber gelacht und hat gesagt, ja, die Leute würden halt reden. Da sollte ich nichts drum geben. Und das ist ja eigentlich mal vom Grundsatz her eine wichtige Aussage, die ich heute so bestätigen kann. Aber manchmal stimmt es eben auch, was die Leute so reden. Und Cäsar hatte tatsächlich keinen besonders guten Ruf, so wie sich dann später herausstellen würde, auch zu Recht. Aber erst eins nach dem anderen. Aber nach wie vor war ich eben nicht. Habe ich keine Glanzleistung verbracht im sexuellen Bereich. Im Gegenteil, ich hatte es einfach nicht drauf. Und sagen wir mal, das war vielleicht der dritte oder vierte Versuch. Und ich weiß, dass er bei diesem letzten Versuch richtig ungeduldig und auch richtig sauer wurde, weil ich es eben einfach nicht drauf hatte. Und er auch an diesem Abend Schluss gemacht hat. Er hat Schluss gemacht mit mir mit den Worten: Sorry, ich weiß nicht, was ich mit dir anfangen soll, du bringst es einfach nicht. Was ja grundsätzlich schon mal richtig so übelst verletzend ist. Mit mir kann man es ja machen, im Nachhinein. Mit mir kann man es echt machen. Und ich weiß, dass ich dann an der Kirche, dass er mich dann an der Kirche aus dem Auto geschmissen hat. Ich war natürlich furchtbar verletzt und traurig, habe viel geweint. Und ich weiß, dass ich an dem Abend dann auch nach Hause gegangen bin. Und ich weiß auch noch, dass zu dem Zeitpunkt mein Opa zu Besuch da war. Mein Opa hatte ich noch gar nicht erwähnt in dieser ganzen Geschichte. Das hat damit zu tun, dass mein Opa damals wie heute, also damals hat er auf Sylt gewohnt, heute lebt er in Flensburg. Also er kam hier aus Norddeutschland und man hat sich wenig gesehen. Aber wenn wir uns gesehen haben, war es immer ein sehr herzliches Verhältnis. Mein Opa ist ein sehr, ja, ein sehr emotionaler und empathischer Mensch. Und, aber wie gesagt, wir hatten einfach in diesem Leben nicht so wahnsinnig viel Kontakt. Und ich weiß aber, dass er damals eben da Es kann war. auch sein, dass er auf uns aufgepasst hat, weil meine Mutter und Josef wieder irgendwo unterwegs waren. Jedenfalls weiß ich, dass mein Opa da war und ich versucht habe, meinem Opa das zu erzählen. Also zumindest hat mein Opa mitgekriegt, dass es mir wirklich nicht gut ging. Und ich weiß auch, dass er irgendwie versucht hat, mich zu trösten. Hat aber nicht hätte funktioniert, mir keiner trösten können, weil ich weiß, ich kann mich jetzt noch ganz genau an dieses unerträgliche, schmerzende Gefühl erinnern, was ich sehr oft in meinem Leben hatte und was sehr prägend ist. Und sehr selbstzerstörerisch. Lange Rede, kurzer Sinn. Nach diesem Gespräch, nach diesem Abfertigen, nach diesem Schlussmachen, wollte tatsächlich nicht mehr leben. Das war eines der vielen Male in meinem Leben, wo ich tatsächlich den starken Wunsch verspürt habe, zu sterben. Aber eigentlich nicht, weil ich dieses Leben nicht mehr wollte, sondern einfach, weil ich diesen Schmerz, diesen innerlichen Schmerz, diese Verletzung nicht mehr ertragen konnte. Das hat so weh getan, dass ich wirklich nicht mehr atmen konnte, dass ich gedacht habe, ich müsste mich selbst verletzen oder ich müsste
Ja, doch mich selbst verletzen, um diesen Schmerz zu verlagern. Das war ein sehr, sehr intensives und prägendes Gefühl. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich verzweifelt zu Hause gesucht habe, um mich zu betäuben. Nun saß mein Opa allerdings aber im Wohnzimmer, somit war mir der Weg zum Schnapsschrank verwehrt. Dann habe ich etwas getan, was vielleicht auch gar nicht mal so schlecht war für den Moment. Meine Oma hat ja damals Medikamente bekommen und es waren, soweit ich weiß, Psychopharmaka, aber das habe ich ja später erfahren. Meine Mutter hat mir mal erzählt, das wären Schlaftabletten. Und ich hatte damals auch mal so am Rande mitgekriegt, dass wenn man sich umbringen will, dass man auch am besten Schlaftabletten nimmt. Und dann bin ich tatsächlich hingegangen und habe die Tabletten von meiner Oma genommen. Ich meine, ich lache da jetzt drüber, das ist echt dramatisch, ne? Aber ich glaube, ich habe gedacht, so 5 Stück reichen. Weil mit 5 Stück werde ich bestimmt sterben. Und allerdings konnte ich von diesen 5 Stück super gut schnell schlafen. Ich glaube, ich habe am nächsten Morgen auch verpennt. Bin zu spät in die Schule gekommen, ich weiß es nicht. Jedenfalls war ich fix und fertig. Und diese Tabletten haben mich tatsächlich durch die Nacht gebracht. Ja, da war ich 13. Und dann, wie ging es weiter? Es hieß ja, dass Schluss war. Das war eine Situation, mit der konnte ich überhaupt nicht umgehen, musste aber damit umgehen. Allerdings habe ich dann nicht verstanden, warum Cäsar mich dann nachmittags auch wieder anrief. Ihm war dann auch langweilig auf der Arbeit und er hat mich dann oft auch aus Langeweile angerufen. Und ich meine, bei diesem nächsten Telefongespräch hat er sich bei mir entschuldigt, er hätte das doch nicht so gemeint, aber es wäre wirklich problematisch, weil ich wüsste ja gar nicht, wie das geht und er hätte ja dann gar nichts davon. Und dann habe ich ihm, glaube ich, irgendwie sowas gesagt wie, man kann ja alles lernen. Und ich habe eben keine Ahnung, weil ich es vorher noch nie gemacht habe. Und so dämliche, dumme Gespräche habe ich da geführt. Aber gut. Was sollte ich machen, ne? Dann, wie ging es weiter? Im Grunde genommen schäme ich mich dann Grund und Boden dafür, wie dumm und naiv ich da eigentlich war. Und, aber ich wollte es glauben. Alles, was man mir erzählt hat, wollte ich einfach glauben. Das war einfach so. So. Man stelle sich vor, ich sitze wieder im Park und warte auf mein Freund Cäsar und warte und warte. Weil ich hatte ja im Hinterkopf, dass er an diesem Tag entweder Berufsschule hatte oder frei hatte. Ich weiß es nicht mehr. Und habe dann im Park gewartet. Und irgendwann gesellte sich dann ein weiterer junger Mann hinzu. Der setzte sich dann neben mich auf die Bank. Er stellte sich mir als Marco vor. Und wir kamen so ein bisschen ins Gespräch. Und er erzählte mir eine haarsträubende Geschichte von seinem Elternhaus, dass er immer geschlagen wird, dass er ja, dass er misshandelt wird und dass er jetzt erst kürzlich wieder aus dem Jugendknast gekommen ist oder aus einem Heim für schwer erziehbare Kinder. Da wusste ich, dass es sowas gibt und wusste, wie es da abgeht, weil ich habe es mir erzählen lassen und wusste dann auch, warum meine Mutter mir später mehr oder weniger öfters mal mit dieser Einrichtung gedroht hat. Ja, ich freundete mich an diesem Tag mit Marco so ein bisschen an. Ich hatte auch das Gefühl, dass Marco so ein bisschen, ja, mich so ein bisschen mochte und sich so ein bisschen was erhofft hatte. Aber ich habe ihm dann gesagt, dass ich einen Freund hätte. So nach dem Motto, dass er keine Chance bei mir hat, weil ich einen Freund Hat er hatte. ganz interessiert getan und hat gefragt, ob er denn den Freund kennen würde. Habe ich gesagt, wahrscheinlich nicht. Ja, er wollte dann wissen, wie der heißt. Und da habe ich ihm gesagt, das ist Cäsar und sein Erkennungsmerkmal ist sein Auto. Und da guckt er mich ganz erstaunt an und fängt auf einmal so komisch an zu lachen. Und dann habe ich gesagt, was ist so witzig? Und dann hat er gesagt, das ist dein Freund. Und dann war ich schon darauf vorbereitet, dass ich jetzt wieder eine haarsträubende Geschichte zu hören kriege, von wegen, mit wie vielen Frauen er schläft. Und dann sagt Marco auf einmal, den Cäsar?
Hör mal, den habe ich vorhin noch gesehen. Der steht im Nachbarort und knutscht gerade mit der. Der muss ich auch noch einen Namen geben. Scheiße. Cäsar, den habe ich vorhin gesehen. Der ist doch im Nachbarort und knutscht gerade mit der Christine rum. Da habe ich ihn ganz ungläubig angeguckt. Ich sage, nee, da hast du dich bestimmt verguckt. Nee, der ist da. Bei den ganzen Nazis hängt er ab und der knutscht gerade mit der Christine rum. Und ich war total verwirrt. Ich so, was für Nazis und wer ist Christine und überhaupt? Wusste ich nicht. Und da war ich natürlich etwas, ja, etwas nervös. Ich bin auch ein bisschen sauer geworden. Ich habe erst gedacht, ob Marco mich verarschen will. Und dann hat er gesagt, von mir aus können wir sofort dahin gehen und das klären. Ich habe die vorhin da knutschen sehen. Und dann, wie war das denn noch? Also ich kann im Moment mir, ich kann im Moment mich nicht mehr daran erinnern, ob das jetzt alles an einem Tag passiert ist oder ob da so 2, 3 Tage dazwischen lagen. Ich weiß es nicht mehr. Also im Moment habe ich es im Kopf, dass es tatsächlich an einem Tag passiert ist. Denn nachdem ich diese Info hatte, war ich sehr aufgewühlt, war ich sehr sauer und sehe dann auf einmal das Auto von Cäsar, weil wir hatten uns ja verabredet. Ich wusste ja, dass er frei hatte. Und er kam ja und kam nicht, fuhr dann am Park vorbei, hielt, also am Park grenzt auch so ein großer Parkplatz an einer Kirche. Und ich habe ihn dann gesehen, wie er dann auf diesen Parkplatz gefahren ist. Und das Auto war voll. Also er war nicht alleine. Das Auto war voll. Und es stieg ein Typ aus mit einer Bomberjacke und mit einer Glatze. Ein Nazi wohl. Zu dem Zeitpunkt war mir das noch nicht so ein Begriff. Der dann auf mich zustapfte und mir einen Brief in die Hand drückte. Und ich hab gedacht, hä? Und guck dann in dieses Auto und sehe tatsächlich Cäsar da sitzen und neben Cäsar so eine blonde, ein Mädel mit Dauerwelle und die mich ganz böse anguckt. Und dieser Nazi stieg dann wieder ein und dann fuhr Cäsar wieder weg. Ohne dass er mit mir gesprochen hat, ohne dass er mir eine Erklärung abgegeben hat. Und dann stand ich dann da mit diesem Brief in der Hand, öffnete dann diesen Brief und dieser Brief war tatsächlich von dieser Christine, die mich da ganz böse beschimpfte, was für eine Schlampe ich doch wäre und was für eine Dorfmatratze und ich wäre viel zu jung, der Cäsar wird doch keine Kinder ficken und ich sollte die Finger von ihm lassen, sie wäre jetzt mit ihm zusammen und ein Riesendrama in diesem Brief. Und da war natürlich erstmal die Verwirrung perfekt. Und ich weiß, dass ich da gesessen habe und geheult habe und überhaupt nicht wusste, wie mir geschieht. Und dass dann dieser Marco tatsächlich dann da war und irgendwie versucht hat, da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, indem er mir gesagt hat, hör mal, dieser Cäsar ist wirklich das größte Arschloch, was es gibt. Der hat doch ständig eine neue und der hat doch mit dieser Patricia, macht er doch schon seit Tagen rum. Mal sind die wieder getrennt, mal sind die wieder zusammen und eigentlich ist sie ja mit diesem Nazi da zusammen und die hat ja auch schon erzählt, dass der Nazi sie eigentlich da entjungfern wollte, aber jetzt soll es doch der Cäsar machen und ich war einfach nur fertig. Ich denke, wo bin ich hier? Allerdings war dieser Gedankengang nicht klar genug, dass ich mir vielleicht gedacht habe, was willst du mit dem Typen? Was willst du mit diesem Idioten? Nein, es war vielmehr wieder diese Verletzung, dass ich ja wohl dann doch nicht die Einzige bin. Ja, war ja der Einzige, der für mich da ist, aber war ja wohl dann doch nicht so. Ich glaube, ich bin dann an dem Tag nach Hause gegangen und habe dann einfach nur Frust geschoben und wahrscheinlich wieder Rotz und Wasser geheult. Ich glaube, ich hatte mich sogar dahingesetzt und habe einen Antwortbrief geschrieben. Ich glaube, ich hatte einen Antwort. Ja. Ich erinnere mich, ich glaube, ich habe tatsächlich einen Antwortbrief angefangen zu verfassen, in dem stand so: Liebe Christine, ich verstehe gar nicht, warum du so mit mir sprichst. Du kennst mich doch gar nicht. Wir haben doch überhaupt nichts miteinander zu tun. Ich habe dich noch nie. Ich hab deinen Namen jetzt zum ersten Mal gehört. Und, ach, weißt du, so Gutmenschengeschreibsel.
Ja, wie gesagt, die Verwirrung war nach wie vor perfekt. Und ich weiß, dass ich glaube ich, ich habe Cäsar angerufen. Und zwar nicht auf der Arbeit, sondern zu Hause. Und bei mir war das so, ich habe dann angerufen und damals waren die Telefone ja noch so konzipiert, dass man noch nicht sehen konnte, wer anruft. Ich habe mich dann meistens, also wenn dann der Vater oder die Mutter dran war, habe ich nicht gesagt, wer dran war, sondern habe nur gesagt, ist der Cäsar da? Und weil die das wohl gewohnt haben, dass ständig irgendeiner für Cäsar anruft, haben die dann auch teilweise dann einfach den Hörer dann weitergereicht. Und dann hatte ich dann Cäsar am Telefon und habe ihn dann versucht zur Rede zu stellen und habe ihn gefragt, was das denn soll und wo er denn heute den ganzen Tag gewesen Ja, und wäre. er Er hat mir dann ganz kleinlaut erzählt, dass er ja aufgrund dessen den Ärger, den er jetzt wegen mir hätte, mit seinem Vater und er hat ja auch ein bisschen Sorge, was meine Mutter und mein Stiefvater betrifft, dass er sich dann einfach überlegt hat, dass es doch viel sinnvoller wäre, dass er dann jetzt eine Freundin hätte, eine Alibi-Freundin quasi. Aber das würde ihn ja nicht davon abhalten, dass wir, das sollte uns nicht davon abhalten, dass wir uns weiterhin treffen. Ihr könnt lachen, aber ich habe das tatsächlich geglaubt. Ich habe das echt geglaubt, weil ich es glauben wollte. Ich wollte das wirklich glauben. Und deswegen war ich so hirnverbrannt und habe das da echt abgekauft, was er da so meinte. War natürlich überglücklich, dass er trotzdem noch mit mir zusammen sein wollte, nur eben als Alibi eben diese Patricia hatte. Und ja, natürlich war ich tierisch eifersüchtig. Und ja, es hat mir natürlich wehgetan und natürlich war es auch total blöd, aber irgendwie wollte ich es trotzdem glauben. Und was die sexuelle Frustgrenze bei ihm betrifft, weil ich es ja nicht drauf habe, wird er dann mir mal nach und nach mal zeigen, wie das geht. Okay. Ja, wie lief das dann weiter? Es war dann tatsächlich so, dass er sich dann tagsüber irgendwie mit der Patricia dann irgendwie getroffen hat. Und abends war ich dann diejenige, die dann nach Feierabend. Ja, das war so sogar das Highlight des Tages, dass ich dann nachmittags auf ihn gewartet habe oder abends. Er mich dann abgeholt hat und wir dann einfach irgendwo in den Wald gefahren sind und dann Sex hatten. Also, oder das, was er mir dann versucht hatte beizubringen. Jetzt will ich ein bisschen runtergehen, weil ich hier vom Fenster hänge und die Nachbarn müssen ja nicht denken, dass ich die Nachbarn filme. Das muss ja nicht sein. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Ja, Patricia. Die Alibi-Freundin. Ja, mit Patricia werde ich noch richtig, richtig Spaß kriegen. Jetzt weiß ich nur nicht, wie lange ich schon gequatscht habe, ob man das noch dahin kriegt. Also ich brachte es ja nicht im Bett, beziehungsweise in seinem Auto. Und er wollte es mir dann entsprechend beibringen. Das hieß, wie bringt man jemandem das bei? Da will ich eigentlich nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich kann verraten, dass wenn seine Eltern nicht da waren, ich mich dann doch trotz Hausverbots mit ins Haus geschlichen habe. Ja, er hat mir dann so ein bisschen seine Pornosammlung gezeigt, mit dem Hinweis, das und das und jenes könnte man ja auch mal machen. Ja, man muss ja wirklich nicht näher ins Detail gehen, aber viele sagen, Sex ist die schönste Nebensache der Welt. Für mich war das die anstrengendste Nebensache auf der Welt, weil sich tatsächlich diese Beziehung nur, weil es tatsächlich nur um dieses Thema ging. Und man hatte ja auch sonst eigentlich überhaupt nicht viel miteinander zu tun, außer dass man sich abends getroffen hat, um Sex zu haben und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Also im Grunde genommen war ich wirklich so eine billige Hure für den. Eine kostenlose Hure, die einfach nur total blind und dumm war. Ja, auch dann eben nur zweite Wahl, weil ja Christine seine Hauptfreundin war. Ja, diese Christine, die hat mich ganz schön. Ja, also es ging nämlich noch weiter, dass Cäsar dann ganz, ganz schlau war mal und
mit einer Kamera im Auto rumhantiert hat, weil er sich gedacht hat, dass es ja auch total geil wäre, wenn man seine minderjährige Freundin, wenn man die vielleicht fototechnisch ablichtet. Dass man dann mit diesen Fotos bei seinen Freunden rumprahlen kann oder Arbeitskollegen oder sonst irgendwas. Ich habe mir da wirklich in dem Moment überhaupt gar keine Gedanken gemacht, war vielmehr erschrocken, weil diese Kamera natürlich irgendwo aus dem Nichts kam und im Dunkeln und mit Blitzlicht. Ich wusste wirklich nicht, wie mir geschah. Und habe mich natürlich dann auch dagegen gewehrt. Ich weiß, dass ich gesagt habe, hör auf damit und ihm die Kamera da weggenommen habe und dass sie dann im Handschuhfach landete. So, und dann habe ich auch nicht mehr an diese Fotos oder an diese Kamera gedacht. Ich habe wirklich da nicht mehr drüber nachgedacht, sondern bin erst wieder drauf gestoßen, als war, glaube ich, so, dass er mir ganz kleinlaut erzählt hat, dass er die Fotos da hat abgeholt, dass er die hat entwickeln lassen und dass er sie im Handschuhfach hatte und dass leider Gottes Patricia diese Fotos in die Finger gekriegt hat und natürlich total amok gelaufen ist, richtig amok gelaufen und sich diese Fotos unter den Nagel gerissen hat und er nicht wüsste, was sie mit diesen Fotos vorhatte. Jetzt gibt's von der folgenden Geschichte mehrere Versionen. Ich kann das deswegen auch nicht allzu sehr ausschmücken, weil ich nicht dabei gewesen bin. Ich weiß nur, dass diese Patricia so wütend war und mich so sehr gehasst hat, dass sie tatsächlich diese Fotos mit in ihre Schule genommen hat. Sie hat diese Fotos mit in die Schule genommen und hat sie in ihrer Klasse rumgezeigt. Und in ihrer Klasse waren zwei, die ich auch kannte. Unter anderem auch Birgit war auch in ihrer Klasse und noch ein anderer Junge. Die haben mir das dann nachher zugetragen, dass das passiert ist. Und ich weiß nicht, ich glaube, sie wollte sogar diese Fotos kopieren und dann mit einer Telefonnummer drauf dann in der Schule verteilen. Das war ihr Plan gewesen. Irgendwie hat sie das dann doch nicht durchgeführt. Aber das, was sie getan hatte, hat für mich gereicht. Und ich weiß, dass ich sehr, 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 sehr sauer gewesen bin, weil das war so ein noch weiterer Nagel zu meinem Sarg. Das war richtig Krieg, den die da angezettelt hat. Wobei an diesem Krieg ja auch eigentlich nur der Cäsar schuld war. Warum macht er denn auch so einen Scheiß? Nun ja, also ich weiß nicht, wer diese Fotos noch gesehen hat, aber damit war natürlich mein Ruf noch klarer als vorher. Wie gesagt, ich weiß nicht, wem Cäsar alles die Fotos gezeigt hat. Ich weiß nur, dass ich dann irgendwann von seinem Arbeitskollegen auch einen Liebesbrief gekriegt habe und der Arbeitskollege auch gefragt hat, mich gefragt, wenn ich auch mal ran dürfte. Also das war, ich habe keine Ahnung, was er da vom Stapel gelassen hat während seiner Arbeitszeit, aber es war wahrscheinlich nichts Nettes. So, ja, und wie ich mich dagegen gewehrt habe und wie es danach weiterging, erzähle ich beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.